Das hier ist nicht das, was wir jetzt machen sollen, sondern das ist ein kleines Tuch in Miniatur. Das Besondere hier daran ist der Anschlag, den ich hier gearbeitet habe. Das hier, das ist ein Gartertape. Das nennt man Gartertape, weil es kraus rechts gestrickt ist. Man kann es aber auch glatt rechts stricken, wenn man so eine glatt rechte Randmasche hat. Das sorgt aber dafür, wenn ich das hier hinlege, dass dieses Tuch ein durchgehenden Übergang hat und hier nicht diesen Buppel macht, wenn ich das spanne, dann hat das hier nicht diese Delle, wenn ich das klassisch anschlage. Wie du einen solchen Gartertape strickst und wie du den arbeitest, das erkläre ich dir jetzt. Für meinen Gartertape brauche ich mein Garn und natürlich meine Stricknadeln. Ich schlage meinen Gartertape gerne in zwei Richtungen an, weil man ja Tücher auch meistens mit Rundstricknadeln strickt, damit man hier auf dem Seil ziemlich viel lagert. Nehme ich natürlich dazu eine Rundstricknadel, denn für die Art und Weise, wie ich es mache, brauchst du die Rundstricknadel. Machst du das auf eine andere Art und Weise, dann brauchst du die Rundstricknadel nicht. Das erkläre ich dir aber gleich. So. Für mein Gartertape mache ich als erstes eine Anfangsschlaufe. Man könnte jetzt hier die Masche auch direkt einfach nur über die Nadel legen und nur eine Schlinge drauflegen. Das geht auch. Du kannst auch, wenn du es nicht so machen möchtest wie ich, direkt zwei Maschen anschlagen und dann losstricken. Ich möchte aber meinen anderen Anschlag gleich offen haben und deswegen lege ich jetzt meine beiden Nadeln parallel, habe hier unten meinen Anfangsfaden und auf meinem Zeigefinger meinen Arbeitsfaden. Jetzt lege ich mit dem Anfangsfaden eine Schlinge von hinten und unten über die obere Nadel und dann lege ich mit dem Zeigefinger von unten und vorn eine Schlinge über die untere Nadel und jetzt noch mal das Ganze von unten und hinten über die obere Nadel. So, jetzt habe ich hier vier Maschen, zwei oben, zwei unten. Die unteren, also die jetzt oben liegen, da ziehe ich die Nadel raus und transferiere damit meine beiden Schlaufen auf die untere Nadel. Die beiden oberen sind jetzt also in Arbeitsposition. Die kann ich jetzt abstricken, das mache ich natürlich auch. Und jetzt ist mein Gartertape wird Garter heißt kraus rechts. Das stricke ich natürlich auch kraus rechts. Das heißt, ich stricke die ersten beiden Maschen rechts, dann drehe ich um und stricke die beiden Maschen wieder rechts. Und wir heben die natürlich ab, das wäre und wir heben die natürlich nicht ab, das wäre ja Mumpitz. Dann würden wir diesen Rand ja nicht bekommen. Das heißt, ich drehe immer um und stricke einfach immer nur zwei Maschen. Zwei Maschen stricken, zwei Maschen umdrehen, zwei Maschen stricken und die Maschen werden immer rechts gestrickt. So, jetzt muss ich mal hingucken. So, jetzt haben wir hier diesen Gartertape. Der kann so klein sein, der kann aber auch ein bisschen länger sein. Also ich habe jetzt hier insgesamt sechs Reihen gestrickt. Ich habe dreimal hin und her gestrickt. Das sehe ich daran, dass ich hier drei Knötchen von den linken Reihen habe. Das habe ich auf der Rückseite auch. Meine zwei Maschen rechts und meine beiden Maschen links sind in der Regel die beiden Randmaschen, die ich auf meinem Tuch habe. Wenn ich nur eine Randmasche beim Tuch habe, dann gehören diese beiden Maschen schon zum Tuchkörper. In deiner Anleitung ist jetzt angegeben, wie viele Maschen du für dein Tuch anschlagen sollst. Beispielsweise sieben. Sieben hieße, ich nehme hier rechts und links zu und nehme in der Mitte noch zu und brauche dann rechts und links noch eine Masche. Bei sieben Maschen, die ich für das Tuch anschlagen soll, habe ich ja nun schon 1, 2, 3, 4 und aus dem Gartertape kommen aus jeder linken Reihe eine Masche. Das heißt, ich muss dreimal hin und her, um hier noch die fehlenden drei Maschen zu bilden.
sind es 9 Maschen, die du beispielsweise anschlagen sollst. Dann musst du hier in der Mitte 5-mal hin und her, denn hier sind 4 und das bleiben immer 4. Und dann musst du hier 5-mal hin und zurück, damit du hier 5 linke Rippen hast, dann hättest du 9 Maschen. Ich gehe jetzt mal von 7 Maschen aus. Und das heißt, wir haben hier also diese 3 linken Rippen. Um jetzt mein Tuch stricken zu können, muss ich natürlich daraus eine Reihe machen. Das heißt, ich habe auf der rechten Seite meine Maschen, mit denen ich gestrickt habe. Und dann habe ich hier diese linken Knötchen. Und in dieses linke Knötchen, da gehe ich rein, da, hol mir den Faden und hol mir da eine Masche raus. So, das ist ein bisschen friemelig. Na, das will auch bei mir manchmal nicht gleich. Es macht Sinn, wenn du hier so ein bisschen am Finger lang kratzt. Du kannst es dir aber auch einfach machen, indem du einfach die andere Nadel holst. Ich habe jetzt hier noch 2 übrig. Da ist ein Knötchen. So, das zieht sich hier gerade so ein bisschen klein. Da muss ich mal eben ein bisschen fummeln. So. Da ist er. Den kann ich auf meine linke Nadel nehmen. Und dann kann ich hier den anderen linken Knoten auch auf meine linke Nadel nehmen. Und dann muss ich die einfach nur abstricken. In dem Fall liegen die verschränkt hier drauf. Das heißt, ich stricke die natürlich auch verschränkt auf. Die sieht richtig aus. Und dann stricke ich meine letzten beiden Maschen. Wenn du hier klassischerweise 2 Maschen angeschlagen hast, dann nimmst du jetzt hier aus der Anschlagkante auch deine 2 Maschen auf. Der Faden geht natürlich nach hinten, der liegt ja unten eigentlich. Dann nimmst du hier aus deiner Anschlagkante eben deine 2 Maschen auf. Und, et voilà, wir haben jetzt 7 Maschen auf der Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn wir jetzt umdrehen und einfach mal eine Rückreihe linker Maschen stricken, so, dann siehst du schon, wie schön das aussieht und wie schön und homogen dieser Anschlag ist. Der sorgt nämlich dafür, dass du die Anschlagkante überhaupt nicht erkennen kannst. Ich stricke mal ein paar Reihen jetzt hier, ein kleines Dreieckstuch, damit du das gleich erkennen kannst. So, ich habe da jetzt mal ein Miniatur-Dreieckstuch dran gestrickt und du siehst, ich habe es jetzt absichtlich glatt rechts gestrickt und auch meine Randmaschen rechts gestrickt. Jetzt bubbelt natürlich hier an der Stelle unser Gartertab so ein bisschen raus, aber wenn ich das hinlege und da mal ein bisschen rangehe, so, und wenn wir uns das jetzt angucken, dann siehst du, dass unser Gartertab dafür sorgt, dass unser Tuch hier ganz gerade läuft und hier immer nicht diesen Bubbel macht, der entsteht, wenn man die Maschen ganz klassisch anschlägt. So. Der sorgt also hier für einen schönen Übergang und für eine durchgehende Kante. Wenn du möchtest, wenn du die Randmaschen rechts strickst, komplett, dann kannst du diesen Gartertab auch glatt rechts stricken. Dann musst du nur wirklich gut nach den Knubbels suchen, die es da gibt. Und wenn du diesen Gartertab kraus strickst, dann kannst du natürlich auch deine Randmaschen hier kraus stricken und schon sieht das ganz prima aus. So, das ist also mein Miniaturtuch. Das war das kleine Tutorial zum Gartertab und ich hoffe natürlich, dass dir das gefallen hat. Und ich freue mich selbstverständlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.